Wer Durst hat, braucht in Deutschland nur den Wasserhahn aufzudrehen. Unser Trinkwasser ist ein hochwertiges und kalorienfreies Produkt, das zumeist aus der Region stammt. Deutschland ist ein wasserreiches Land. Etwa 188 Milliarden Kubikmeter Wasser stehen zur Verfügung. Die öffentliche Wasserversorgung nutzt davon nur knapp 3%. Gewonnen wird unser Trinkwasser zu ca. 2/3 aus Grundwasser. 30% stammen aus Oberflächenwasser, also fließenden Gewässern, Talsperren und Seen. Gut 8% kommen aus Quellen. In Deutschland bezieht fast die gesamte Bevölkerung ihr Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Die über 6000 Unternehmen der deutschen Wasserwirtschaft sorgen dafür, dass Trinkwasser rund um die Uhr in kontrollierter Qualität verfügbar ist. Die gesetzliche Grundlage für die Wasserversorgung in Deutschland ist die Trinkwasserverordnung. Unser Trinkwasser muss rein und wohlschmeckend sein. Es darf weder Krankheitserreger noch gesundheitsschädigende Stoffe enthalten. Die Einhaltung der strengen Grenzwerte wird regelmäßig von amtlich anerkannten Laboratorien überprüft und von den Gesundheitsämtern überwacht. Trinkwasser gehört zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln. Und diese hohe Qualität gibt es zu einem sehr günstigen Preis. Ernährungsberater empfehlen täglich mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Wer diesen Tagesbedarf aus dem Wasserhahn deckt, zahlt dafür weniger als einen halben Cent. Ein Liter Trinkwasser kostet im Bundesdurchschnitt unter 0,2 Cent. Und Trinkwasser ist nicht nur Durstlöscher, auch in anderen Bereichen verbessert es unsere Lebensqualität. Wir nutzen es zum Kochen, zur Körperpflege, zum Waschen und Spülen, für die Toilette, zum Putzen, für unsere Tiere, für unsere Pflanzen und nicht zuletzt für unser Wohlgefühl. Im Jahr zahlen wir für unser Trinkwasser pro Person durchschnittlich nur 88 Euro. Wichtig ist, dass wir mit der Ressource Wasser nachhaltig und verantwortungsbewusst umgehen. Denn Wasser ist zwar kein begrenzter Rohstoff wie Kohle oder Erdöl, doch es kehrt im natürlichen Wasserkreislauf immer wieder zu uns zurück. Nach der Nutzung durch den Menschen wird das Abwasser in Kläranlagen gereinigt und wieder in die Natur zurückgeleitet. Eine stärkere Belastung des Abwassers, zum Beispiel durch Industriechemikalien, aber auch durch Medikamente, führt zu mehr Aufwand und höheren Kosten bei dessen Reinigung. Wie ein bewusster Umgang mit Wasser aussehen kann, warum Wasserhärte keinen Einfluss auf die Qualität hat und weitere Informationen und Filme rund um das Thema Trinkwasser, all das gibt es auf dem YouTube-Kanal und unter www.bdew.de. Wer Durst hat, braucht in Deutschland nur den Wasserhahn aufzudrehen. Unser Trinkwasser ist ein hochwertiges und kalorienfreies Produkt, das zumeist aus der Region stammt. Deutschland ist ein wasserreiches Land. Etwa 188 Milliarden Kubikmeter Wasser stehen zur Verfügung. Die öffentliche Wasserversorgung nutzt davon nur knapp 3%. Gewonnen wird unser Trinkwasser zu ca. 2/3 aus Grundwasser. 30% stammen aus Oberflächenwasser, also fließenden Gewässern, Talsperren und Seen. Gut 8% kommen aus Quellen. In Deutschland bezieht fast die gesamte Bevölkerung ihr Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Die über 6000 Unternehmen der deutschen Wasserwirtschaft sorgen dafür, dass Trinkwasser rund um die Uhr in kontrollierter Qualität verfügbar ist. Die gesetzliche Grundlage für die Wasserversorgung in Deutschland ist die Trinkwasserverordnung. Unser Trinkwasser muss rein und wohlschmeckend sein. Es darf weder Krankheitserreger noch gesundheitsschädigende Stoffe enthalten. Die Einhaltung der strengen Grenzwerte wird regelmäßig von amtlich anerkannten Laboratorien überprüft und von den Gesundheitsämtern überwacht. Trinkwasser gehört zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln. Und diese hohe Qualität gibt es zu einem sehr günstigen Preis. Ernährungsberater empfehlen täglich mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Wer diesen Tagesbedarf aus dem Wasserhahn deckt, zahlt dafür weniger als einen halben Cent. Ein Liter Trinkwasser kostet im Bundesdurchschnitt unter 0,2 Cent. Und Trinkwasser ist nicht nur Durstlöscher, auch in anderen Bereichen verbessert es unsere Lebensqualität. Wir nutzen es zum Kochen, zur Körperpflege, zum Waschen und Spülen, für die Toilette, zum Putzen, für unsere Tiere, für unsere Pflanzen und nicht zuletzt für unser Wohlgefühl. Im Jahr zahlen wir für unser Trinkwasser pro Person durchschnittlich nur 88 Euro. Wichtig ist, dass wir mit der Ressource Wasser nachhaltig und verantwortungsbewusst umgehen.
Denn Wasser ist zwar kein begrenzter Rohstoff wie Kohle oder Erdöl, doch es kehrt im natürlichen Wasserkreislauf immer wieder zu uns zurück. Nach der Nutzung durch den Menschen wird das Abwasser in Kläranlagen gereinigt und wieder in die Natur zurückgeleitet. Eine stärkere Belastung des Abwassers, zum Beispiel durch Industriechemikalien, aber auch durch Medikamente, führt zu mehr Aufwand und höheren Kosten bei dessen Reinigung. Wie ein bewusster Umgang mit Wasser aussehen kann, warum Wasserhärte keinen Einfluss auf die Qualität hat und weitere Informationen und Filme rund um das Thema Trinkwasser, all das gibt es auf dem YouTube-Kanal und unter www.bdew.de. Wer Durst hat, braucht in Deutschland nur den Wasserhahn aufzudrehen. Unser Trinkwasser ist ein hochwertiges und kalorienfreies Produkt, das zumeist aus der Region stammt. Deutschland ist ein wasserreiches Land. Etwa 188 Milliarden Kubikmeter Wasser stehen zur Verfügung. Die öffentliche Wasserversorgung nutzt davon nur knapp 3%. Gewonnen wird unser Trinkwasser zu ca. 2/3 aus Grundwasser. 30% stammen aus Oberflächenwasser, also fließenden Gewässern, Talsperren und Seen. Gut 8% kommen aus Quellen. In Deutschland bezieht fast die gesamte Bevölkerung ihr Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Die über 6000 Unternehmen der deutschen Wasserwirtschaft sorgen dafür, dass Trinkwasser rund um die Uhr in kontrollierter Qualität verfügbar ist. Die gesetzliche Grundlage für die Wasserversorgung in Deutschland ist die Trinkwasserverordnung. Unser Trinkwasser muss rein und wohlschmeckend sein. Es darf weder Krankheitserreger noch gesundheitsschädigende Stoffe enthalten. Die Einhaltung der strengen Grenzwerte wird regelmäßig von amtlich anerkannten Laboratorien überprüft und von den Gesundheitsämtern überwacht. Trinkwasser gehört zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln. Und diese hohe Qualität gibt es zu einem sehr günstigen Preis. Ernährungsberater empfehlen täglich mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Wer diesen Tagesbedarf aus dem Wasserhahn deckt, zahlt dafür weniger als einen halben Cent. Ein Liter Trinkwasser kostet im Bundesdurchschnitt unter 0,2 Cent. Und Trinkwasser ist nicht nur Durstlöscher, auch in anderen Bereichen verbessert es unsere Lebensqualität. Wir nutzen es zum Kochen, zur Körperpflege, zum Waschen und Spülen, für die Toilette, zum Putzen, für unsere Tiere, für unsere Pflanzen und nicht zuletzt für unser Wohlgefühl. Im Jahr zahlen wir für unser Trinkwasser pro Person durchschnittlich nur 88 Euro. Wichtig ist, dass wir mit der Ressource Wasser nachhaltig und verantwortungsbewusst umgehen. Denn Wasser ist zwar kein begrenzter Rohstoff wie Kohle oder Erdöl, doch es kehrt im natürlichen Wasserkreislauf immer wieder zu uns zurück. Nach der Nutzung durch den Menschen wird das Abwasser in Kläranlagen gereinigt und wieder in die Natur zurückgeleitet. Eine stärkere Belastung des Abwassers, zum Beispiel durch Industriechemikalien, aber auch durch Medikamente, führt zu mehr Aufwand und höheren Kosten bei dessen Reinigung. Wie ein bewusster Umgang mit Wasser aussehen kann, warum Wasserhärte keinen Einfluss auf die Qualität hat und weitere Informationen und Filme rund um das Thema Trinkwasser, all das gibt es auf dem YouTube-Kanal. Und unter www.bdew.de.